Hallo ihr Lieben, ich wollte heute wieder mal ein Haul zeigen, diesmal nicht mehr so groß wie die letzten paar Mal. Und zwar wollten wir eigentlich nur nach Deutschland in ein chinesisches Restaurant essen gehen, und weil es so gerade in der Nähe von einem DM und Müller war, dachten wir, ja, wir gehen noch ein bisschen einkaufen. Und das möchte ich jetzt euch gerne mal zeigen. Und zwar war ich mal in dem gewesen. Und zwar habe ich mir so dekorative Kosmetiksachen, habe ich mir nur 3 Sachen geholt. Und zwar einmal den Spices and Herbs Blush. Die Farbe 020 Juniper Berry oder so etwas. Und also aus dieser LE hat mich jetzt praktisch nichts nichts Besonderes angetan. Aber ich habe jetzt diesen Blush hier geholt. So ein Aprikoton, was ich sehr schön finde. Swatche schnell mal. So sieht es aus. Auf meiner Haut sieht man es fast nicht, aber so hier ist es. Aber ich finde die Farbe schön, sieht natürlich aus und hat 3,75 € gekostet. Dann habe ich hier so einen Duoliner, das ist Eyebrow Lift und einen Augenbrauenstift. Ja, so einen Augenbrauenstift und einen Highlighter, und das ist die 010 Pepper, gab es nur 1 davon, und so sieht es aus. Ich habe jetzt gedacht, es könnte vielleicht ein Dupe zu dem Biu Duo Stift sein. Weiß jetzt aber nicht, ob es ist. Ja, auf jeden Fall hat die jetzt 2,95 € gekostet. Und dann habe ich einfach so einen normalen schwarzen Kajal gekauft, den Perfect Look, den kennt ihr ja jeder. Und die hat jetzt 1,75 € gekostet. Und dann habe ich mir aus der Balea Profi Professional Serie habe ich mir einmal den Oil Repair Shampoo gekauft. So sieht es aus. Und mir ist etwas runtergefallen. Und ich finde, es riecht absolut lecker, eigentlich fast so wie das Garnier Beauty Natural Kakaobutter und Kokosöl, habe ich das Gefühl. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren und dann euch darüber berichten, wie es so ist. Hier steht: ohne Silikone, mit pflegendem Arganöl, mit Feuchtigkeitskomplex aus Weizenprotein, Panthenol und Glycerin. Kräftig und pflegtrockenes, brüchiges und splissanfälliges Haar. Wie gesagt, es enthält keine Silikone. Tiefenpflege bei Haarschäden, Haarverlust durch Haarbruch. Also, bin jetzt richtig gespannt. Und das hat jetzt 1,45 € gekostet, sowie die Spülung habe ich mir auch gleich mitgenommen, und die hat auch 1,45 € gekostet. Dann noch das Haaröl dazu, und das kostet 2,95 €. Bin jetzt richtig gespannt, wie die dann so ist. Ja, werde es mal ausprobieren und dann euch bestimmt mal darüber berichten. Ich weiß nicht,
Ich habe kein gutes Licht hier. So. Ich glaube, jetzt seht ihr mich ein bisschen besser. Und dann gibt es in Balea einen neuen Limited Edition Duschschaum. Und zwar diesen hier, Erdbeertraum. Und den musste ich mir jetzt einfach holen. Es riecht richtig lecker nach Erdbeer und oh, ich liebe Erdbeere einfach. Jetzt bin ich gespannt, wie es unter der Dusche so sein wird. Aber ich finde die Flasche auch genial. Es sieht so aus wie, wie sagt man, Sprühsahne oder Schlagsahne für auf den Eis oder so. Ja. Es riecht auf jeden Fall mal ganz gut nach Erdbeer. Und ja, ich werde euch auch bestimmt über dieses Duschmittel dann berichten. Das ist ein Duschschaum, falls ihr es noch nicht kennt. Und das hat jetzt 1,75 Euro gekostet. Und das war es eigentlich von dem. Und dann war ich noch im Müller und habe mir aus der Popirazzi LA oder so, ich weiß jetzt nicht genau wie die heißt, habe ich mir zwei Nagellacke geholt. Und zwar einmal den 225A Kamera. So, den habe ich mir geholt. Und die Farbe sieht so aus. Und ich finde, es ist wirklich ein wunderschöner Farbton. So sieht es aus. Und dann habe ich noch die 224. Weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Lights. Geht nicht. Ja, jetzt. Lights. Habe ich geholt und die Farbe sieht dann so aus. Und ich finde die Farbe wirklich schön. Es ist so schön knalliges Pink. So richtig Barbie-Pink, sage ich jetzt mal. Und ja, je 7,95 Euro. Und wirklich tolle Farbe. Und dann habe ich mir noch von Catrice den Salsa Cubana geholt aus der Cucuba LA. Oh mein Gott. So. Das ist auch so ein schönes, peachiger Ton. Absolut genial. Das war jetzt der einzige Nagellack, den ich mir aus dem LA geholt habe. Und sonst von den Pigmenten her habe ich mir eigentlich alle geholt. Ich habe aber vergessen, ein Video zu drehen dafür. Ja. Und jetzt aus dem Essence LA habe ich mir jetzt... Der hier hat 2,45 Euro gekostet. Dann habe ich noch einen Eye Base geholt von Essence, den Pigment Eye Base. Und die hat jetzt 1,75 gekostet. Und ja, ich bin da mal gespannt, wie es sein wird. Und dann habe ich mir fünf verschiedene Pigmente geholt. Und ja, die sind jetzt nicht... Doch, die sind beschriftet. Einmal habe ich mir so einen goldenen geholt. Das ist die 09 Be My Bridesmaid oder so etwas. Zeige euch schnell. Be My Bridesmaid. Und das ist so ein schön goldiger Ton.
Ich werde euch jetzt nicht swatchen. Ich werde es jetzt ein bisschen beeilen, weil ich muss nachher fortgehen. Dann noch den 10 Fairy Dust. Das ist so ein schöner weißer Pigment. Das schimmert eher so. Und dann habe ich noch den 11 Cotton Candy. Und das ist jetzt so ein rosa farbener, so babyrosa. Was ich auch ganz schön finde. Und dann habe ich die Nummer 14 Strawberry Smoothie. Und das ist jetzt eher so ein dunkles Rosa, so ein bisschen ins Rötlichere, was ich auch ganz schön finde. Und dann habe ich so einen violetten Ton, das ist die 16 Blueberry Muffin. So sieht es aus. Und ich muss sagen, die Farben sind wirklich sehr schön. Ja, das war's jetzt eigentlich von meinem Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bye!